Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash, die Arena Nummer 4. Die Schnickschnackschnuck Arena 4 lassen wir erstmal hinter uns. Ich hab's ja mitbekommen, vermute ich mal, was das für eine schwere Geburt ist. Im Tod Depot sollte jetzt normalerweise der Zug angekommen sein, der doch ziemlich lädiert ist. Ich bin gespannt, ob er dort repariert wird. So soll's ja zumindest sein. Hier haben wir ja schon im letzten Mal den kleinen Farbstern bekommen. Das war sehr schön, aber ich frag mich, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ich vermute mal, wir müssen irgendwas tun, oder? Oh. Ja. Ich denke, das ist selbsterklärend. Oh, bin ich froh, dich zu sehen, Mario. Du wirst niemals raten, was passiert ist. Wir haben einen Auftrag erhalten. Ein Auftrag! Eine Lokomotive muss repariert werden. Ich könnte mir kein besseres letztes Projekt vorstellen. Aber jetzt lassen diese Tunichtgute hier Dampf ab. Und so viel Dampf braucht nicht mal eine Dampflok. Höchste Eisenbahn, Mario. Hilf mir, diese Trittbrettfahrer loszuwerden. Oh Mario, dieser Toad hat uns einfach so einen Farbstern gegeben. Das Mindeste, was wir tun können, ist, ihm mit seinem Dampfproblem zu helfen. Alle Teile wurden bereits repariert oder neu angefertigt. Jetzt musst du dich nur darum kümmern, dass alles wieder dorthin kommt, wo es hingehört. Das ist wirklich schwierig, wenn man gleichzeitig in Kämpfe verwickelt wird, aber schließlich bist du Mario. Wenn du wissen willst, wie es vorangeht, kannst du gern jederzeit herkommen und mich fragen. Also, ich dachte ja echt kurzzeitig, dass es hier ein sehr kurzes Level werden wird, aber jetzt kommt quasi die ganze Arbeit. Der Farbstern, das war quasi nur eine Vorschusslorbeere. Es war so klar. Aber okay. Wir machen halt, was wir tun müssen. Und zwar irgendwie alles zusammenfügen, was irgendwie zusammengehört. Hier können wir jetzt was einfärben. Das sieht aus wie die Lok. Wer hätte das gedacht? Ein Diagramm des Zuges. Super. Dieses Diagramm kannst du mit dem richtigen Zug abgleichen. Okay. Das ist cool. Können wir... Ah, okay. Wir können das quasi als wandelbare, bewegliche Treppe sehen. Können aber vor allen Dingen auch erst einmal einfärben. Und dann mal gucken, ob wir uns irgendwie hier einen Überblick verschaffen können. Da oben seht ihr das auch an dem Zug, ein farblos Fleck. Müssen wir bestimmt einfärben. Hier geht's auch hinauf. Eine Treppe voll Fuzis. Hilfe. Alter. Die zu treffen ist aber auch schon so ein kleines Kunstwerk. So, das war jetzt besser. Das war hier ja auch nicht ganz so einfach zu sehen, die Treppenstufe. Haben wir hier noch mehr, die angefärbt werden müssen, oder gehört das so? Nee, das gehört so anscheinend. So, was machst du denn da? Ich streng mich so an, diesen Wasserkessel zu bewegen, aber es tut sich einfach überhaupt nichts. Könntest du einmal hineinsehen, Mario? Kann ich gerne machen. Oh. Das ist ja auch cool. Eine Riesenmenge Ratten. Was geht da drinnen vor sich? Ich würde sagen, wir regeln das mal eben kurz. Das ist sogar eine ganze 10er Gratterich-Horde. Jetzt wären Hüpfpushen nicht so verkehrt. Und lass mich raten, genau jetzt habe ich keine mehr. Doch, ein Doppelhüpfpushen habe ich noch. Sogar mehrere. Aber einer dürfte schon reichen. Wie gesagt, die Hüpfpushen sind meines Erachtens eigentlich nur bei solchen Haufen notwendig. Dups, 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 dups und schwups. Und tschüss mit euch. Perfekte Runde. Und das Problem dürfte gelöst sein. Da waren Gratteriche drin? Igittigit. Nein, keine Sorge, mir geht's gut. Danke, dass du mich um die Gratigittigit. Naja, wenn ich an die nur denke, wird mir schon übel. Reden wir nicht mehr davon.
Hilfst du mir stattdessen, den Wasserkessel zum Zug zu bringen? Das auch noch. Also zuerst die Drecksarbeit erledigen und dann auch noch dem Toad helfen. Ja, ja, wir sind eben ein totaler Held in jeder Phase unseres Lebens. Wow, 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 wow. Boah. Alter, die Riesenmeute an Fuzzis einfach so zerstört. Wasserkessel angebracht. Es müssen immer noch 5 Dinge erledigt werden. Los, los, sonst ist der Zug abgefahren. Hier drin ist es stockdunkel. Es muss doch irgendwo einen Weg hier rausgeben. Ja, ich hoffe. Zum Beispiel... Ah, hier. Oh. Ninji. Sogar gleich 4? Oh, nö. Ich mag die nicht. Ich meine, gut, wir hatten die, glaube ich, erst einmal zu Gesicht vorher und das war... Naja... Ich weiß gar nicht, ob die jetzt genauso gut sind wie die, können wir auch fliehen eigentlich? Also die Ninja, die weichen doch meistens immer aus, oder? Ob das bei denen genauso ist, weiß ich jetzt nicht genau. Naja, nur mal sicher. Ist, glaube ich, angebracht. Und zwar einfach mal... ein Hochhammer noch und ein dreifach kaputter Hammer. Vorher zu Beginn ein Powerblock. Auf Nummer sicher gehe ich damit und hoffe, dass die bewegungsunfähig sind. Tschüss. 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 Und adios. So, einer ist besiegt. Und die anderen 3? Nee, oh Gott, das ist nicht gut. Der kaputte Hammer ist, ja, wirklich nicht mehr zu so viel zu gebrauchen. Heißt, ein normaler Hammer muss noch her. Und ein Eisensprung. Gut. Ich hätte auch einen normalen Sprung genommen, aber den konnte ich gerade eben so schnell nicht finden, leider. Tschüss. Und adios. So, euch hätten wir auch besiegt. Es haben also ein paar Schwarzfahrer dahinter geklebt, ja? Ich frag mich, wie die da hingekommen sind. Das ist eine gute Frage. Ja, ja. Also hier sind ziemlich viele Anekdoten und Flachwitze zu allem, was irgendwie mit Zugfahren zu tun hat. Ganz cool eigentlich. So, wie komme ich jetzt aber möglichst flott? Ah, okay. Nein! Ja. Jetzt habe ich mich gerade eben schon fast gefreut. Aber das war anscheinend zu früh. Außerdem, was bist du überhaupt für einer? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Auf ihrer letzten Fahrt lässt uns die Lokomotive im Stich. Und wenn man sieht, dass was hier im Depot gerade los ist, dem einzigen Ort, an dem man sie reparieren könnte. Dieser Zug ist einfach vom Pech verfolgt. Ich frage mich, ob er jemals wieder fahren wird. Ach, der Lokführer ist das natürlich. Ja, ich würde dafür sorgen, dass es irgendwie klappt. Versuchen wir es auf jeden Fall. So, es müssen jetzt noch 5 Dinge verbessert werden. Lol? Ich komme da sogar nicht... Hä? Ich komme da sogar nicht ran anscheinend. Aber warum nicht? Was soll ich tun? Und ich frage mich vor allen Dingen auch, wie wir jetzt hier noch 4 Dinge danach ändern können, wenn das denn eins von den Sachen ist, die wir hier ändern müssen. Ziehen? Wow! Alter, oh Mann, das lohnt sich ja richtig. Ein Fuzzi-Haufen? Ja. Gut, dann... Hüftpushen mal 2. Was ist denn schon dabei? Tschüss, 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 auf Wiedersehen, adios, amigos, sa, sa, und tschüss. Gut. Also hier in dem Kapitel können wir bisher zumindest recht oft mit Hüftpushen, ja, punkten. Wow. Schornstein aufs Gefahren.
Bleiben noch 4 Schritte, die abgearbeitet werden müssen. Mach mal Dampf! Ja, ich mach ja schon. Wie komme ich da oben hin? Und geht's hier noch weiter? Sieht doch irgendwie so aus. Oder? Ja, doch. Oh, hier läuft nochmal so ein Shy Guy. Ein bisschen verrückt umher. Die Schiene? Können wir die... Oh ja, können wir. Zurück an Ort und Stelle verfrachten. Da sind noch ein paar Passagiere im Zug. Das ist auch ganz nice. So, aber... Oh, Moment. Wie komme ich denn an den Entfaltungsblock ran? Gute Frage, nächste Frage. Erstmal ein bisschen hier rumfärben. Und dann mal gucken, wie wir uns hier am besten einen Überblick verschaffen können. Und wie und wo wir hier am besten weiterkommen. Erstmal frage ich mich, was der hier will. Ja. Ja, es war irgendwie klar, dass das nicht gut geht. Gut, für euch habe ich eine Feuerblume. Reicht das? Ich hoffe, das reicht. So, Schwups, Dübs, Dübs und Dübs. Jo, das passt sogar wirklich. Glück gehabt. Ich wollte erst schon noch eine zweite Karte nehmen, habe ich doch gelassen, zum Glück. So, die Experience ist auch nicht so extrem hier, was wir hier bekommen. In diesem Tender befindet sich die Kohle, die den Zug antreibt. Ich habe versucht, ihn vom Hans zum Zug zu ziehen, aber er bewegt sich überhaupt nicht. Vielleicht sollte ich ihn lieber schieben, anstatt zu ziehen. Ich glaube ja nicht, dass ich ihn mit bloßen Händen bewegen kann. Dann müssen wir wohl helfen. Gehe ich mal zumindest von aus. Müssen wir jetzt hier hinein? Keine Ahnung. Wow! Komm ruhig her. Hä? Ja, was ist das denn? Erst antäuschen und dann durchziehen? Psst. Nee, mit euch will ich nicht kämpfen, ehrlich nicht. Bitte lasst mich abhauen. Und zwar recht zügig. Nein! Es klappt nicht. Boah. Gut, also die machen jetzt nicht wirklich Schaden. 1 KP kann ich dann doch schon mal verkraften. Also das ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie, naja, tangiert. Na komm her. Boah, diesmal haben wir ihn klein bekommen, zum Glück. Und wir haben ja übrigens anscheinend 2 Wege zur Auswahl. Links rum und rechts rum. Es gibt hier auf jeden Fall noch so einiges zu entdecken. Allem Anschein nach. Wow! Alter! Das nächste Mal, dass wir hier verarscht werden, auf Deutsch gesagt. Okay, Feuerblume. Die hauen anscheinend doch nicht ab. Also mit der Feuerblume sollten wir normalerweise beide besiegen können. Bübs. 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 Und tschüss. So, aber haben wir hier draußen dann nur ein Herz? Ist ja irgendwie wenig. Also ich will nochmal zuerst gucken, was in der anderen Tür ist, weil nachher geht's hier weiter. Und da drüben haben wir dann nichts von Bedeutung. Oder da ist auch noch was von Bedeutung, ich weiß es nicht genau. Okay. Schwierig. Nein! Wo ist er? Ach nö. Da könnten wir jetzt gar nichts gegen tun. Und er greift sogar noch zuerst an. Boah. Gut, und... Hm.
Habe ich noch irgendwie. Ja, hier habe ich noch eine Eisblume. Und weil das noch nicht reichen wird, vermute ich, gibt es noch. Noch ein Huchhammer obendrauf. So, gut. Also doch recht viele Kämpfe hier in dem Part. Weil wir gar nicht so richtig ausweichen können überhaupt. Ups. Das Ziel ist aus. Die können doch ausweichen. Oh nö. Ja, dann brauche ich ja auf jeden Fall noch den Powerblock oder eine Eisblume oder sowas. Ist jetzt ja irgendwie doof und Verschwendung, aber andererseits. Düps, düps. Und tschüss. So, hier können wir sogar safen gleich anscheinend. Hätte ich doch zuerst auf die andere Seite gehen sollen. Ich mag es nicht, wenn ich so viele Auswahlmöglichkeiten habe. So, was ist mit dir überhaupt? Lol. Alter, die wollen uns annuckeln. Der nächste Hinterhalt. Die haben nur auf uns gewartet. Und es sind gleich 6 Stück. Voll überzogen. So, was gibt's für euch jetzt? Eine große Eisblume? Dann dürfen die ersten 4 hinüber sein. Und... ein doppelter Eisensprung. Und jetzt sehe ich gerade, dass meine blaue Farbe schon bald hinüber ist. Naja gut, egal, sei es drum. Wir kriegen schon irgendwie und irgendwo neue her. Düps, 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 düps. Das dürfte genügen für euch. Immerhin haben wir so keinen Schaden bekommen in der Runde. Aber wie gesagt, ich bin bald out of Farbe, so ein bisschen zumindest. Oh, aber jetzt auch nicht mehr. Welch Glück. So. Sie haben die Hälfte meiner Farbe abgesaugt. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Ich sitze hier fest. Naja. Zum Glück sind wir ja Helfer in der Not. Vielen Dank für die Rettung. Nebenbei soll hier den Kran bedienen, aber heute ist mein erster Tag und ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich mag den Chef nicht fragen. Kannst du mir nicht helfen? Der Kran bewegt sich automatisch über den Zug hin und her. Du musst einfach nur A drücken, sobald das Führerhaus da ist, wo es hin soll. Okay. Das dürfte ja möglich sein. So, jetzt hinunter. Und? Gut gemacht, das Führerhaus ist perfekt positioniert. Kran hochziehen. Wir haben es geschafft, Freunde. Wow, perfekt, wir sind 2 echte Profis. Danke für die Unterstützung, Mario. Lustigerweise ist er angestellt und wir sind einfach nur ein Held. Und wir müssen dem helfen. Tja. So. Bevor ich safen will. Will ich mich schon noch gerne einmal weiter umschauen. Vor allen Dingen. Was ist das eigentlich da unten? Moment. Moment, was ist denn das? Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ein Dings, das ist ja sehr interessant. Ich wollte eigentlich nur nochmal in die andere Richtung gehen. Megafonkarte, wundersame Gerät, das Geflüster in Geschrei und Geschrei wiederum in akustische Naturgewalten verwandelt. Das ist cool. So. Vielen Dank dafür. Na gut, dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns auch nochmal weiter hier links um, durch die blaue Tür. Da waren wir schon einmal ganz kurz drin. Und gut, hier haben wir ja schon gerade eben ausgeholfen, ob wir hier noch mehr machen müssen. In diesem Teilgebiet werden wir auch mal sehen.
Beim nächsten Mal geht's also hier weiter und bis dahin, macht es gut.